sag hallo, hallo, meine Lieben. Hallo. 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 Ich habe mir gedacht, ich fange mal den Vlog jetzt nicht wieder beim Frühstück an, weil das ist ja auch dann langweilig für euch. Wie ihr euch denken könnt, haben wir alle natürlich schon gefrühstückt. Ich sitze jetzt aktuell im Büro. Der Papa, komm rein. Nein, ich bin noch im Pyjama. Nee, wir sind alle noch im Schlabberlook. Der Papa hat jetzt einen Vlog geschnitten. Wieder mit Zizi, wie ihr vielleicht hören könnt. Hätte ich irgendwas abschließen müssen oder einfach nur rausziehen? Nein, nur rausziehen. Hast du vielleicht das? Ja, ich schließe immer feiner gerade bei dir. Hab nicht gemacht. Alles wurscht, passt schon. Oh, krieg einen Kuss. Tschüss. Die Mädels gehen jetzt in den Garten. Mit den Hunden habt ihr, gell, dabei? Ja, wir werden uns auch noch eincremen. Werdet ihr euch noch eincremen. Sehr vorbildlich, mein Schatz. So, die Kinder sind jetzt draußen, also die Kleinen zumindest, also die drei Kleinen. Der Patrick ist, glaube ich, in seinem Zimmer. Der zockt ein bisschen. Und jetzt habe ich ein bisschen Ruhe. Kann ich euch weiter belabern? Ich habe jetzt einige Tage nicht gevloggt. Heute ist, ich glaube, Donnerstag, genau. Ich habe Montag, Dienstag, ja, einige Tage nicht gevloggt. Mir ging es nicht so gut. Ich hatte so starke Kopfschmerzen. Gestern war Vollmond. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber... Ich sitze aktuell hier im Büro, weil ich an etwas Neuem arbeite. Ihr wisst ja vielleicht, ich bin ja die Grafikerin und ich habe sowas wie diese Planer schon designt oder so einen Planer habe ich auch schon designt. Und ich mache etwas aktuell gerade für junge Mädels, für wie sie ihren Tag durchstrukturieren. Ich will nicht zu viel verraten, aber ihr seid gespannt. Ich glaube sogar, wenn dieses Video online ist, dass ihr vielleicht das schon kaufen könnt. Deswegen zeige ich es euch mal ganz kurz. Es ist natürlich noch nicht fertig. Aber es ist im Werden, und zwar ein Tagesplaner für Girls mit Hausaufgaben, Datum, erledige ich heute, bla bla. Also das werde ich heute noch ein bisschen ausarbeiten. Ich nutze jetzt natürlich die Zeit, wo die Kinder alle jetzt im Garten sind und ich ein bisschen Ruhe habe. Der Papa geht jetzt auch gleich raus und werde die Kinder ein bisschen beschäftigen, beziehungsweise mit ihnen spielen, damit ich hier in Ruhe arbeiten kann. Dann muss ich das Video, was der Papa vorhin geschnitten hat, auch fertigstellen und uploaden. Fokus. Fertig mit Arbeiten, vorerst zumindest. Der Papa hat mich jetzt gezwungen, rauszugehen. Deswegen gehe ich jetzt raus. Es ist ja wunderschönes Wetter. Moment. Oh, Sprenkleranlage ist noch an. So, wie komme ich jetzt da durch? Das ist eine gefährliche Situation hier. Okay. Hier am Rand, oder? Ah, schnell! Was? Das war jetzt aber dann. Hey, der Papa hat das Pavillon-Bedeckung draufgetan. Stinkt ja nach Dünger. Ich will ihn nicht mit deinen. Was soll man machen? Na, geh, geh, geh. Komm her. Die Luisa will jetzt mit Mama kuscheln. Oh, no, 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 no. Das ist schön hier, gell? Wee, wee. Wee, wee. Wee, wee. Uta? Ja? Voll cool hier. Vor allem mit dieser Liege auch, oder? Ja, da will ich auch. Die Luisa ist auch bei uns jetzt. Die will ich da auch haben. Ja, Michael hat sich jetzt auf die Liege gechillt. Die Lara hat Schokolade mit rausgebracht. Echt? Hast du was zum Naschen geholt? Ja, der Papa hat dir ein Eis geholt. Ja. Das letzte Cornetto. Das letzte Eis hat sich der Papa jetzt gegönnt. Der Chef im Haus. Nee. Oh, ich habe auf diese Uhr lange Zeit gewartet. Warte kurz, Lisa. Auf den Garten. Es ist super, dass du. Ich sag super, dass du das wieder aufgehangen hast. Besser mit dem. Wir haben noch nie gemacht. Besser mit dem, oder? Mhm. Wir haben noch nie gehabt. Du meinst mit dem Dach, oder was? Ja, mit dem Dach. Ja, das war heute extrem heiß. Ich konnte so nicht sitzen. Ich auch. Du kannst hier, warte. Ja, da ist Sonne. Komm, ich sitze weiter. Komm. Ich
So, die Familie hat sich jetzt hier alle versammelt. Die Kinder haben jetzt auch hier so einen Sessel bekommen. Michel, du geh bitte rein, hol dein Buch. Okay. So, ich muss jetzt das suchen, jetzt wo ich das gespeichert habe. Was denn? Dieses Slime. Aha, der Papa recherchiert schon hier für das nächste Video, oder? Ah. Und ich werde jetzt auch mein Buch weiterlesen. The Big Five for Life. Und die Lisa ist hier. Ja, was ist denn? Pschiss. Was? Pschiss. Was? Pschiss. Was? 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 Boah! Bist du Mamas Baby? Schaut euch mal an, wie riesig die Emmy schon geworden ist. Mama? Ja? Wann kaufen wir einen großen Pool? Wann kaufen wir einen großen Pool? Bald. Wann denn? Wir müssen einen Pool kaufen, weil wir dieses Jahr nicht ans Meer fahren. Ich glaube, die meisten werden nicht ans Meer fahren. Ja. Aber wir sind hungrig. Was kochst du? Können wir Pizza bestellen? Was würdest du gern essen wollen? Papa! Patrick, du? Fleisch. Fleisch? Du, Patrick? Brennnessel. Pizza? Lara, was magst du denn gern essen? Also Fleisch, Brennnessel, Pizza. Oder Pizza. Pizza. Wir haben Spaghetti. Jeder will was anderes. Mini-Spaghetti. Machen wir schon. Lara, nein, 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 Pizza. Wir haben Mini-Pizza. Sollen wir diese Mini-Pizzen machen? Ja, Mama! Soll ich die machen? Mama, ich bin mach. Okay, ich gehe kurz ins Haus. Hallo, ich werde jetzt Pizza für alle machen. Also ich muss erst den Kühlschrank kurz holen. Warte. Ich werde diese Pizza machen. Ups. Mini-Pizzen. Also, ich werde jetzt mal den Ofen anmachen. Warte, ich muss auf 200. Und ja. Habe eingestellt und es wird gerade aufwärmen. Und dann mache ich die Pizzen rein. Ich könnte mir die Schere wegräumen und den ganzen Müll auch. Jetzt gehe ich ein Papier schmeißen. Ja, die Käse platzt doch.
So, wir mussten nochmal die Pizzen rein dick geben, weil die waren noch weiß und ja, wir bringen sie erstmal raus und dann werden wir sie essen. Aber ist auch da. Hallo. So. Kannst du die Kamera ausmachen? Okay. Bis später. Heute gibt's Mittagessen von Michelle. Alles gut? Ja. Bitte? Warte, er hat noch Kartoffeltaschen gemacht. Du kannst ja auch Pizza essen, Patrick. Ja? Ist das heiß, Luisa? Ja, Mama, heiß. Immer ein bisschen warten, ne? Ja, Mama. Oh. Habt ihr nichts zu trinken geholt? Mama, was wolltest du denn trinken? Ich hab Trinken gefunden. Trinken? Ja. Doch, hat er, Michelle. Der Papa. Papa? Kommst du nicht? Naja, was machst du denn da? Die Kinder haben gesagt, du bist am Handy gechillt. Ich habe nicht am Handy gechillt. Ich habe ein bisschen Inspiration geholt. Warum ich? Ich muss da hin. Ich kann das nicht. Ich nehme das. Hast du deine Pommes? Seht ihr überhaupt irgendwas? Ich sehe nichts. Auf jeden Fall werden wir jetzt unser gesundes Mittagsmahl schnell zu uns nehmen. Heute ist die Motivation zum Kochen nicht da, oder? Heute ist Chillen angesagt. Ja, es gibt auch solche Tage, oder? Sicher. Sonst haben wir immer die. Genau. Die Luisa hat Hunger, sie hat Durst. Luisa hat Durst jetzt. Mir ist kalt und die Lara hüpft hier im Bikini herum. Wieso alle drinnen? Holst du die Nachbarn auch? Ich will nicht so wild springen. Bist du mein Baby? Michelle, bitte spring nicht so wild. Nein, das ist gar nicht wild. Aber nein, das Trampolin reißt. Das ist mehr als 150. Ich alleine wiege schon 150. Schon die Liste. Gib mir die Kamera. Schon gegen das 200. 230. Ja, Kater. Ich bin kein Trampolin. Jetzt kommt das ganze Essen wieder raus beim Papa, oder? Au, au. Ja, ja, ja. Warum ist die Mülltonne mitten im Weg? Ja, ja, ja. Nächste Woche geht's dann wieder los mit Hausaufgaben. Freue mich. Ja. Ab Mittwoch? Ja, stimmt. Ab Mittwoch. Ist jetzt Ferien oder was? Ja, ist Osterferien. Papa, du kennst dich aus, ja? Wir sind wieder im Haus. Ich habe jetzt die zwei Kleinen in die Wanne geschmissen. Hallo, mein Gott, das ist dein Bad. Süß. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich die Kleinen hier ins Wanne geschmissen, weil ja, den ganzen Tag im Garten, da könnt ihr euch vorstellen, wie die ausschauen. Wie ihr seht, haben wir die zwei Kleinen aus dem Wasser geholt. Die ist kalt. Ja, gleich, ich muss Haare föhnen, aber ich muss jetzt nur kurz die Brokkoli-Cremesuppe machen, weil ich habe hier mit meinem Obstkuch vor mir kann ich mega, mega schnell kochen. Also ist ja ein schnell, ist das nicht duschen? Ja, ich wollte fragen, mit was du den Schaum gemacht hast. Mit diesem Darf. Es ist nur eins Schaum. Das ist eine große Flasche. Ganz große Flasche? Ja, weiß. Okay. Michelle möchte 650 Milliliter. Ja, von Darf. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt eine Brokkoli-Cremesuppe. Mit Tiefkühlbrokkoli. Schmeckt zwar nicht so lecker wie mit frischen, aber es ist auch okay. So schaut die fertige Suppe aus. Ich habe es jetzt nicht mehr mitgeblockt. Bitte. Der Löffel. Das ist keine Gabel, bitteschön. Und so schaut die Suppe. Bitteschön. Langsam essen, ja, langsam. Normalerweise schmeckt mir Brokkoli nicht, aber Brokkoli-Cremesuppe schmeckt
Schmeckt es? Zumindest. Schau mal, wie brav die Luisa ist. Sehr brav. Ja, ich weiß. Dann Kinder, lasst euch schmecken. Am besten schmeckt sie mit Maggi-Soße. Ah. Wer probieren möchte. Ja. Um eins. Er hat gebetet. Was denn? Eis. Magst du auch? Ja. Auch. Ich möchte mit Maggi. Wer hat zu wen gebetet? Papa, ich glaub. Also danke schön für die Sachen. Hast du das jetzt immer? Ja. Papa macht es bei ihr essen. Ja, bei sich, aber ich wusste nicht, dass er so konzentriert. Mal beim Mokusch-Gesicht hat. Mokusch. Mit frischem Brokkoli schmeckt es aber besser. Kinder, wir müssen heute ein bisschen. Mama, das ist dann den Wäsche machen. Machst du auch Brot? Früher ist das hier. Aber ich muss auch Wäsche machen, nicht Brot. Ihr müsst auch Wäsche machen. So, wir haben jetzt schon 22 Uhr. Wir haben schon Abendessen gegessen. Die Mama ist noch mal kurz ins Büro gegangen, weil sie noch was zum Bearbeiten hat. Das dauert nicht mehr lang, so circa 10 Minuten, dann ist sie auch fertig. Und ich bleibe noch kurz in der Küche. Ich tue mal kurz die Küche aufräumen. Das schaut dann so aus. Alle haben gegessen und sind weggegangen. Und ich habe die Arschkarte gezogen. So, meine Lieben, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss!